BWR1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Auf die Pflegebranche im Land könnten harte Zeiten zukommen. Hochrechnungen, die das Statistische Landesamt heute vorgelegt hat, zeigen einen massiven Anstieg bei den Pflegebedürftigen bis zum Jahr 2030. Zwar ist das Land gut aufgestellt, erklärte Sozialministerin Katrin Alpeter heute. Doch anhand der Zahlen zeichnet sich ab, bis 2030 könnten Zehntausende Pflegefachkräfte fehlen. Eigentlich könnte alles ganz rosig sein. Im Land sieht es auf den ersten Blick nämlich ganz gut aus in der Pflegebranche. Bundesweit ist man Spitze bei der Pflegequote. Teilweise herrscht bei Pflegeplätzen sogar ein Überangebot. Doch Sozialministerin Alt-Peter hat keinen Grund zur Freude. Die Zahlen, die man heute in Stuttgart vorgelegt hat, machen Angst. Bis 2030 soll die Zahl der Pflegebedürftigen um mehr als 40% ansteigen. Pflegekräfte sollen bis dahin massiv fehlen. Somit die heute vorgelegte Vorausberechnung für uns insgesamt eine große Herausforderung. Vor allem bei den vollstationär gepflegten Menschen könnte es kritisch werden. Hier ist mit einem Anstieg von 54% zu rechnen. Die Zahl der ambulant Gepflegten könnte um 52% steigen. Das Netz von ambulanten Diensten will Alt-Peter noch weiter ausbauen. Die stationäre Pflege soll die wirklich letzte Wahl sein. Zugleich geht der Trend weg von Menschen, die zu Hause von Angehörigen gepflegt werden, vor allem im ländlichen Raum. So richtig Sorgen bereitet der Pflegenachwuchs. Bis 2030 könnten im Land fast 60.000 Pflegefachkräfte fehlen, bis 2050 gar mehr als 120.000. Wir unternehmen alle Anstrengungen, damit wir genug Menschen für die Pflegeberufe gewinnen können. Angesichts der mächtigen Zahl wird es natürlich eine riesige Herausforderung, aber die nehmen wir an und wahrscheinlich wird es vielleicht nie genug sein, aber wir müssen alles machen, damit wir so viele wie möglich gewinnen können für den Pflegeberuf. Die Sozialministerin plant eine Werbekampagne für den Pflegeberuf. Entscheiden soll laut Alt-Peter aber auch eine Reform der Pflegeausbildung auf Bundesebene sein. Das Land Baden-Württemberg geht im Verfahren um die Entschädigung von ehemaligen Sicherungsverwahrten in Berufung. Zuvor hatte das Landgericht Karlsruhe den vier ehemaligen Häftlingen insgesamt 240.000 Euro zugesprochen, da deren Sicherungsverwahrung unrechtsmäßig verlängert worden sei. Bürgerentscheide im Land sind auf dem Tiefstand. Das hat der Verein Mehr Demokratie e.V. heute in Stuttgart bekannt gegeben. Dieser plädiert zugleich für die Senkung der Hürden für Bürgerbegehren. Im vergangenen Jahr gab es im Land so wenig Bürgerentscheide wie seit Jahren nicht mehr. 2011 waren es insgesamt 15, 2008 noch 47 Bürgerentscheide. Laut Mehr Demokratie belegt Baden-Württemberg damit bundesweit den vorletzten Platz in Sachen Bürgerbeteiligung. Laut Landesvorstand Reinhard Hackel hat das einen bestimmten Grund. Wir bewegen uns ja immer noch auf der Grundlage der Gemeindeordnung, die aus einer Zeit stammt, in dem die Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg unter der Überschrift lieber nicht stattgefunden hat. Man hat die Gesetze so gemacht, dass es möglichst nicht zur Bürgerabstimmung kommt. Mehr Bürgerbeteiligung im Land, daher durch Abschaffung dieser Hürden. Weg müsse der Kostendeckungsvorschlag, eine Schätzung, wie viel der Vorschlag der Bürger kostet. Weg müsse auch die 6-Wochen-Frist gegen einen Gemeinderatsbeschluss. 6 Wochen seien viel zu wenig, um ein Bürgerbegehren auf die Beine zu stellen. Das ist mehr Demokratie, aber nicht genug. Sie fordern, dass sogenannte Einwohneranträge eingeführt werden. Eine Weiterentwicklung vom bisherigen Bürgerantrag. Ein Bürgerantrag bedeutet, dass man mit einer gewissen Unterschriftenzahl den Gemeinderat beauftragen kann, zumindest ein bestimmtes Thema auf die Tagesordnung zu setzen und darüber zu diskutieren. Die grün-rote Landesregierung hält der Verein dazu an, die Hürden auch hier zu senken, um Bürgermitspracherecht auf kommunaler Ebene zu stärken. Der neue Einwohnerantrag soll auch Migranten und Jugendliche ab 14 Jahren mit einbeziehen. Die NBW bereitet seit heute den Abriss des abgeschalteten Atomkraftwerks Neckarwestheim 1 vor. Als erstes sollen Kühltürme fallen. Bis Herbst will die NBW in Neckarwestheim mit dem Abriss fertig sein. Dort, wo derzeit der Altmeiler steht, soll eine Fläche von 25.000 Quadratmetern frei werden. Auch Philippsburg 1 soll abgerissen werden. Für den ebenfalls stillgelegten Meiler soll es laut NBW aber noch keine konkreten Abrisspläne geben. Soweit die BWR1-Nachrichten, jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt.
Überwiegend bewölkt zeigt sich der Dienstag. Im Südosten ist es sonnig, hier sind nur wenig Wolken am Himmel. Die Höchstwerte im Land liegen bei 24 Grad im Raum Karlsruhe. Regen und Gewitter am Mittwoch, eine Schlechtwetterfront zieht über ganz Baden-Württemberg. Den sommerlichen Temperaturen tut das jedoch keinen Abbruch, sie bleiben mit Werten durchgehend über 20 Grad konstant. Seit mehr als 100 Jahren sammelt das Hohenzollerische Landesmuseum in Hechingen alles, was mit den ehemals souveränen Fürstentümern Hohenzollern-Hechingen und Sigmaringen zusammenhängt. Zu sehen sind Stücke von der Altsteinzeit bis zum heutigen Tag. Geöffnet ist immer mittwochs bis sonntags von 14 bis 17 Uhr. Der Zoologische Garten in Karlsruhe ist Heimat für unzählige Tierarten aus aller Welt. Als einer der ältesten Zoos in Deutschland hat er sich zur Aufgabe gemacht, dem Menschen seine tierischen Mitbewohner näher zu bringen. Gelegenheit für neue Begegnungen gibt es täglich von 8 bis 18 Uhr. Wechselnde Ausstellungen zur Geschichte der Universitätsstadt oder zu ihren Persönlichkeiten zeigt das Stadtmuseum Kornhaus in Tübingen. Die Dauerausstellung führt die Besucher durch 5 Jahrhunderte Geschichte, von 15. bis ins 20. Jahrhundert. Eine weitere Dauerausstellung gibt Einblicke in Leben und Werk der Scherenschnittkünstlerin Lotte Reiniger. Öffnungszeiten sind dienstags bis sonntags, jeweils von 11 bis 17 Uhr. Was trinkt ihr denn da? Das ist unser täglicher Schluck Gesundheit. Was ist daran gesund? Das reguliert unseren Blutdruck, das macht uns fit und gesund. Schmeckt ja gar nicht so schlecht. Oh Mann, was haben die für ein Tempo drauf? Da kannst du mal sehen, die sind noch richtig fit. Mit Knobi Vital bleiben sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital, das Original. Blatt für Blatt. Tag für Tag, Jahr für Jahr. Diese Menschen sagen Danke. Danke, weil fairer Handel ihnen ein Leben in Würde ermöglicht hat. Familien haben zu essen. Kinder können in die Schule gehen. Sie alle haben eine Zukunft. Wir unterstützen den fairen Handel. Machen Sie mit. Spenden Sie online. www.brotfuerdiewelt.de. Wir hatten ein schönes Zuhause. Eines Tages kamen Männer. Als wir gesehen haben, dass sie bewaffnet sind, flüchteten wir in das Haus. Sie haben auf uns geschossen, meinen Mann gefesselt und mich schwer verletzt. Dann nahmen sie meinen Mann zum Verhören mit. Mir sagten sie, dass ich in 3 Tagen besser verschwunden sein sollte. Wir sind geflüchtet. Seit Jahren warte ich auf meinen Mann. Die Hoffnung, dass er noch lebt, habe ich verloren. Ich glaube, dass ich nie mehr in meine Heimat zurückkehren kann. BW1, das Ereignis- und Informationsprogramm für Baden-Württemberg. Mit BW1 sind Sie am Puls des Landes. Hier sehen Sie die Debatten des Landtages in voller Länge. Ereignisse aus Bundesland und Landeshauptstadt, historische Momente und aktuelle Diskussionen. Der Abend bei BW1. Erleben Sie die Argumente der Akteure.